Okay, ich würde sagen, ich habe jetzt so langsam einen Plan. Willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory, der zweiten Folge. Und ja, ich habe jetzt hier schon mal über, oder ja, zwischen den Folgen, diese Leaves hier infected. Und ja, die können wir uns jetzt nochmal abbauen, aber dazu brauche ich auch wieder mal eine Crook. Und ja, ich habe jetzt schon mal wirklich ein bisschen geguckt und wir brauchen wirklich erst diese Strings und müssen eigentlich jetzt nur unsere Plattform erstmal erweitern und immer mehr Erde herstellen und so. Da habe ich jetzt schon mal zwei gemacht tatsächlich. Ja, und das ist so eigentlich alles, was worauf dieses Modpack basiert, dass man erstmal am Anfang wirklich das immer das Gleiche macht und immer mehr davon quasi, ne? Ihr werdet gleich sehen nochmal, was ich meine, wenn ich die Slabs crafte, die nächsten, und die Plattformer weiter. Das ist nämlich so ziemlich der nächste Schritt. Aber auch das hier können wir schon mal machen. So ein Mesh, genau, da können wir eigentlich nochmal mehr machen hier. Ich mache schon mal drei, würde ich sagen. Ach, die kann man nicht... Ah, die nutzen sich, glaube ich, auch ab, ne? Die kann man nicht stacken. Und dann brauchen wir noch so ein Ding hier. Ah ja, da fehlen die Sticks noch, okay. Aber ich mach, ja, ich glaube, ich mach doch lieber gerade mal noch ein paar Slabs, um die Plattform zu erweitern gerade, ne? Ja, ist fürs Erste besser. Da kann ich nämlich schon mal einen zweiten Dirtblock platzieren, den ich mir gecraftet habe. Also am Anfang darf man halt wirklich echt nicht sterben, oder man macht sich schon mal eine Kiste. Sollte ich vielleicht gleich echt mal tun, ne? So, damit ich halt wirklich die Setzlinge nicht verliere, weil die sind wirklich das Allerwichtigste hier auf dieser Map, ne? Ja, also ich werde mir dann zeitnah meine Truhe bauen. Wäre schon besser. So, dann machen wir das jetzt ja nochmal weg. Und dann die Crook, genau. Und ich hole mir da die Sachen. Das wäre schon mal gut. Ich denke mal, bis zur nächsten Folge mache ich dann was offscreen. Jetzt hatte ich erstmal keine Zeit und ich wollte das jetzt noch in einem Video festhalten für die zweite Folge. Wie es jetzt hier weitergeht im Anschluss direkt, aber ja, demnächst können wir das dann auch abkürzen, so, je nachdem wie viel Zeit ich habe halt. Okay, dann hier eine Chest, die kommt dahin, da kommt noch ein bisschen sowas rein, ja, das, diese ganzen Bücher hier, auch das würde ich mir nochmal aufheben, keine Ahnung, was wir, ob wir das noch gebrauchen können. Und eine Torch können wir eigentlich mal platzieren, und zwar, wohin ist die Frage? Ich baue mal dieses Barrier hier ab. Da kommt das mal hier irgendwo auf eine Slab oder so, das kann ja schweben. Aber die Fackel halt nicht, ne? So, genau. Das passt schon mal. Ah, jetzt habe ich hier gesneakt und aus Versehen den Baum wachsen lassen. Passiert natürlich. So, und ich brauche halt auch erstmal extrem viel Holz, ne? Das ist so das Problem. Und ich glaube, ich muss dann als nächstes auch Erde durchschmelzen, tatsächlich. Das wäre dann auch noch so eine Geschichte. Ah, und da ist auch direkt ein großer Baum entstanden. Das heißt, da muss ich mich wahrscheinlich gleich hochstecken. Aber da haben wir natürlich auch mehr Holz, ne? Das ist natürlich auch gut. Naja, mal schauen. So. Ja, ist auf jeden Fall auch mal ganz cool, Sky Factory zu spielen. Aber ich denke mal, so lange Folgen wären dafür auch gut, ne? Ich habe halt keinen Bock, 20 Minuten Folgen oder noch länger zu machen, zum Beispiel. Das ist halt das Ding. Ich möchte auf 10 Minuten lassen. Und, ja, dann ist es halt so. Die erste Folge war eh nur so eine Erklärfolge. Und die hier, da habe ich jetzt auch nicht so viel Zeit, noch 20 Minuten aufzunehmen. Und auch keine Lust, ich möchte einfach meine Videos nicht so gestalten in dieser Länge. Ist einfach blöd, finde ich. Und ich verstehe nicht, warum so viele YouTuber das machen und das dann auch noch so gut ankommt, weil ich verstehe immer nicht, warum die Zuschauer so viel Zeit haben, weißt du, woher nehmen die das? Ja. Ich finde das immer viel, viel besser, wenn die schön kurz sind, die Folgen. Und nicht so langwierig und so. Wenn sie dann wenigstens geschnitten sind, weißt du, das ist ja dann noch was anderes. Aber viele laden die einfach uncut hoch und den Leuten gefällt's, ja. Die gehen da drauf ab wie Schmidts Katze, keine Ahnung. So. Okay, da können wir aber jetzt einige Setzlinge schon mal hier verarbeiten, ne? Zur Erde. Das wird schon mal was. So, das kann weg. Genau, da hätten wir das schon mal. So, ich denke mal, demnächst werde ich dann auch noch ein bisschen über Dings reden. Über, ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ah, den Apfel bräuchte ich mal. Ich habe es jetzt echt vergessen. Über, ach ja, Beyond, genau. Und das Ende, ich denke mal, da werde ich auch noch mal
in irgendeiner Folge drauf eingehen. Oder bin ich vielleicht schon in Tiny Craft Attack oder so, ne? Das kann auch gut sein. Ja, und da wird sich hoffentlich noch ein bisschen was aufklären. So, beziehungsweise aufzuklären gibt's ja nicht mehr viel, muss ich ja sagen. Da ist ja eigentlich alles gesagt, ne? Wie ich letzte Folge erklärt habe, ist halt das alles ein bisschen doof gelaufen und so. Und jetzt auch nicht mehr wiederbringbar, sag ich mal. Weil eben die Welt weg ist, ne? So. Ja, ist natürlich wieder mal ungeplant verlaufen. Oder nicht so gelaufen wie geplant. Oder wie gedacht, aber naja, kann ich jetzt nicht ändern, ne? So, ich würde sagen, ich gehe mal hier runter und tu mal die Setzlinge rein. Ja, die sind natürlich am wichtigsten, wie gesagt, ne? Oh. Sorry. Ich habe jetzt auch schon wieder 8 Äpfel, hätte ich gar nicht gedacht, ne? Naja, aber ist auf jeden Fall nicht beschwerenswert oder so. Okay, ja, ich nehme mal hier ein bisschen Holz schon mal mit. Ja, ist ja natürlich jetzt ein bisschen doof, dass ich jetzt hier die ganze Folge das mache. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr Fortschritt auch an anderer Stelle machen. Aber ja, da muss der Baum auch erstmal weg. Ich habe halt noch nicht so viel Holz, ne? Ich habe nur jetzt ein bisschen Setzlinge gesammelt, okay, aber ja, das reicht auch noch nicht, um alles hier zu machen, ne? Ist halt doof, aber naja. So, ich nehme die mal mit. Zack. Und zack, ah, den kriege ich wieder nicht. Ich hoffe, da ist nicht daneben gefallen unten. So, und hier kann ich ja eh nicht mehr alles fangen, ne? Das ist halt das Ding. Das heißt, was jetzt rüberfällt, das ist halt dann so. Ich baue sie vorsichtshalber mal mit ab, ne? Vielleicht habe ich ja Glück. Bei manchen. Wie zum Beispiel da. Aber nicht, dass die sich jetzt zusammenfassen und alle dann runterfallen, weißt du, so. Passiert ja manchmal. So. Okay, ja, wir sind jetzt bei 7,5 Minuten. Ich könnte noch ein bisschen was schaffen. Ist halt blöd mit der Holzachse hier, ne? Dass ich hier die ganze Zeit kein besseres Werkzeug habe. Hm. Vor allem dieses Teil, ey. Ich habe keinen Bock mehr, das abzubauen. Ich baue jetzt hier nochmal unten die ersten Blöcke ab, damit ich hier durchkomme. Aber, ja, sonst nicht unbedingt alles. So, das und das mache ich erstmal. Dann kommen hier noch ein paar ins Barrel. Bisschen Erde machen und ja, Strings haben wir erstmal genug, tatsächlich. Dann wollte ich jetzt als nächstes dieses Ding endlich bauen, ne? Sticks habe ich? Nee, doch nicht. Das ist schlimm, ne? So. So, kann man das jetzt endlich machen? Zum 5. Mal. Ah, okay. Ja, na, wäre es natürlich auch gut, direkt mehrere zu haben, ne? Ah, da brauche ich nochmal die Dinger. Zack. Und das nochmal durchcraften. Oh Mann. So, da habe ich nämlich gleich 3. Und die stelle ich. Ja, die stelle ich auch mal dahin. Ich meine, wo soll ich es jetzt machen, ne? Zack, zack und zack. Haben wir die Sieves erstmal drin. Und ich glaube, kann man damit Holz durchsieven, zufällig. Ne, das geht nicht. War ja klar. Ich glaube, das geht halt nur mit Erde. Und dann kriegt man diese Steine raus, ne? Diese Rocks, und dann kann man irgendwie Steine craften. Lol, Oxid? Hä? Warum? Gibt's da nichts Besseres? Kann man da Setzlinge durchhauen? Nee. Muss halt echt erst die Erde machen, ne? Ist ein bisschen schade, dass ich jetzt hier so viel Erde verschwenden muss, oder so viel Setzlinge. Hm. Ja, man muss halt extrem viel farmen am Anfang, ne? Das ist einfach klar. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas machen kann. Ich glaube, fürs Erste war es das sogar. Ah, jetzt habe ich wieder viel Shift gedrückt, deswegen kam der direkt. Okay. Ja, ist natürlich gut mit dem Twerk-Mod und so, aber ja, mal schauen. Manchmal nervt es auch ein bisschen, könnte ich mir vorstellen. So, hier mit der Crook können wir auf jeden Fall gut Setzlinge farmen. Das ist immer wesentlich besser, als die mit der Hand abzufarmen, ne? Oder zu warten. Vanilla-mäßig. Ist halt dann ziemlich langwierig. Also es ist schon eine große Unterstützung der Mod hier, dass man eben wirklich aus nichts was erschaffen kann, ne? Finde ich vom Konzept her eigentlich cool, aber
wie gesagt, die ganze Technik überzeugt mich halt nicht, ne? Das ist halt einfach so Geschmackssache. Und, naja, ist mir irgendwie alles zu kompliziert zu lernen, ne? Tatsächlich. So, ich brauche noch ein Thumbnail. Ah, hier ist Seeds Hammer. Ich tue den mal weg. So, das auch kurz noch. Damit ich ein bisschen was gesaved habe. Ah, und hier haben wir doch Stone Pebble. Da können wir das ja mal machen, ne? Mit den anderen Dingern. Was ich schon meinte. Und, ja, dann mal schauen. So. Machen wir das mal so ungefähr und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.